Hinter Fässern im Marktviertel ist das versteckt. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie viel Geld das ist. Was da noch drin ist. Vielleicht kralle ich mir das ja auch selber. Oberstädter. Oberstädter, das klingt ja nicht so gerade sehr erfreut. Das ist doch alles doof. Die spricht nicht mit mir, warum auch immer. Wahrscheinlich bin ich ein Ekelpaket oder so. So. Ich weiß gar nicht, ob hier unten irgendwelche Symbole liegen. Ich habe auch natürlich noch nicht so wirklich danach gesucht, wenn ich ehrlich bin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die hauptsächlich draußen irgendwo liegen. So, hier soll das jetzt irgendwo sein. Wer ist das denn? Ihn auch nicht gut. Verteilt. Ihn auch nicht gut. Verteilt. Okay. Ich hab den kaum verstanden, aber er hat irgendwas gesagt. Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Oh Mann. Die raucht. Naja. Wer nimmt denen das auch schon übel, ne? Die haben kein wirkliches Leben. Wir hingegen, wir reisen. Hängemoos geerntet. Und die hier leben einfach wie Vieh. Was? Leichengrube? Oh, das macht mir Angst. Leichengrube. Was soll denn da sein? Eine Tote? Auf jeden Fall ein dicker, fetter Skever. Also eine fette, fette Ratte. Ich wollte eigentlich den Feuerblitz haben. Au. Boah, voll weggesmashed. Rattenfleisch. So, ich muss jetzt natürlich was essen, wie das immer so ist. Bienenwabe. Nein, ich will was essen. Da. Krustenbrot. Also Zauberei ist da nicht so gut. Was ist da drin? Ersatzteile. Ein Hobel. Was liegt denn hier? Entschuldigung. Ich verstehe, warum das hier eine Leichengrube ist. Ich sollte mir vielleicht jetzt mal das Schwert schnappen. So. Autsch. Was? Wo kam das denn her? Okay, ich bin total schlecht gegen die. Ich habe einen Pfeil irgendwie in den Kopf gekriegt und bin gestorben dadurch. Okay. Wir wollen das gar nicht mal erst austesten hier. Ich meine, der Skeva war schon, also die Ratte, die war schon mega schwer. Und wenn die Skelette schon so viel Schaden machen, wenn ich nur einen Pfeil abkriege, dass ich dann tot bin, dann lassen wir es lieber. Ich hätte vielleicht das Schild nicht verkaufen dürfen. Das heißt also, wir müssen jetzt wieder... Oh Gott, jetzt müssen wir ein Schild suchen. Naja, ich könnte mir zur Not eins kaufen, aber so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Da müssen wir mal so ein bisschen da oben die Markt... Also den, du weißt schon. Müssen wir mal ein bisschen darauf warten. Genau, nee, gut. Verteil. Marktplatz. Da müssen wir ein bisschen warten, bis, wir wieder eins finden. Lasst mich einfach in Frieden. Und vor allem Ding, hier ist auch eine Bank. Zorgemann und Söhne. Ist das auch eine Bank?
Der redet nicht mit einem. Nee, das ist keine Bank. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Aber das ist irgendein Geschäft hier. Ein Buchschrank. Hm. Naja, wenn wir Zinsen kriegen, ne? Ich bin ja mal gespannt, wenn ein Tag rum ist, wie viel Zinsen wir eigentlich bekommen. Alter. Diese Frau ist ein bisschen krank. Das ist doch lächerlich. Es ist das Leben, Natalia. 100 pro Bündel und keinen Groschen weniger. Ach, hol dich doch, du Pest. Möge dein Weg stets eben sein, Madame. Was? Was war das denn eben? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Vielleicht kann ich euch ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken. Zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Mhm. Warum seid ihr so gehässig? Ich weiß nicht. Ihr scheint in Ordnung zu sein, aber man merkt euch an, dass ihr nicht von hier kommt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein Sonnenkind sich für meine Probleme interessieren sollte. Ein Sonnenkind? Wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Ja, das ist gut, ne? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatürensohn da drüben, Carver Thorwald. Er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Winwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Mhm. Okay. Hä? Na los, geht weiter! Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Helfen? Na, ich weiß nicht. Wozu braucht ihr das Geld? Machen wir das nochmal? Ihr seid wirklich Der Vatürensohn da drüben, Carver Thorwald. Er ist der Ah, nee, das hatten wir ja alle schon. Und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Oh, okay. Seid ihr Apothekari? Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Mhm, okay. Könnt ihr die Apothekari... Was könnten die Apothekari sich den Winwurz nicht einfach aus der Oberstadt holen? Könnten sie ja und tun sie auch. Aber das ist bei weitem nicht genug. Und besonders, weil seit Monaten schon kein Bote, den sie zum Kloster im Norden schicken, zurückkommt, geht auch langsam das Geld aus. Aha. Wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Winwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Winwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Das glaube ich. Irgendein Verdacht, warum dieser Carver das tut? Er muss doch wissen, was auf dem Spiel steht. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Mhm. Ja, der möchte halt auch mal irgendwann an die Oberstadt, ne? Vielleicht könnte ich mal mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber... ohne undankbar klingen zu wollen. Erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Warten wir mal ab. Na dann, viel Erfolg. Ja, mit dem Winwurz sprechen. Guten Tag. Ihr verkauft also roten Winwurz. Oh, beim Namen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Ihr könnt mir den Winwurz auch einfach... Was? Ich könnte mir den Winwurz auch einfach nehmen? Wenn die Apothekarii nicht bald Nachschub bekommen, gehen eine Menge Leute vor die Hunde. Ist es euch das wert? In der Oberstadt würdet ihr den Wurz auch nicht günstiger bekommen, also stellt mich bitte nicht als Wucherer dar. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht. Glaubt mir einfach.
Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. Gebt 10 für 300 Groschen, so viel habe ich leider nicht. Sehr nobel von euch, aber 10 Bünde macht 300 und keine Grosche weniger. Gut, das kriege ich hin. Ich habe ja bald das Geld zusammen. Geschlossen? Hier war mal irgendein Markt und der wurde geschlossen, weil er sich das nicht mehr leisten konnte. Und hier ist der Schlüssel. Tresorschlüssel 1121. Der Fuchshans. Gut. Das heißt also, wir haben jetzt den Schlüssel und wir können jetzt mal rausgehen und mal gucken, was sich da in diesem Schließfach befindet. Das möchte ich mir gerne angucken. Ob ich jetzt den Schlüssel da hinbringe oder peng, ist das nicht egal? Ich muss ja auch mal gucken, was da drin ist. Und dann kann ich entscheiden, weil ich dann da drin speichern werde, ob ich mir das selber einkassiere oder ob ich... Naja, weiß schon. Man muss ja mal mitdenken, ne? Wir können auch ein richtiges... Also wir können hier auch einen richtig widerlichen Helden spielen. Aber gerade das macht ja diese Rollenspiele aus, dass man in einer ganz anderen Lage sein kann, als man es in echt machen würde. Also ich würde in echt wahrscheinlich so ehrlich sein und würde das dem bringen. Aber ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation wäre, wenn es keine Polizei und sowas gibt, ne? Und du einfach eigentlich weiterziehen könntest. Weil wir haben ja eigentlich keinen festen Wohnsitz. Obwohl, doch, jetzt haben wir ja einen festen Wohnsitz. Wir haben uns ja jetzt hier niedergelassen in Ark. Und es ist ja nicht so, als ob das hier unbegrenzt groß wäre, diese Insel. Also die finden uns überall, die Leute. Ich habe sogar das Gefühl, dass noch irgendwas kommen wird, weil wir halt da diesen komischen Essig da hingepackt haben und einen umbringen mussten. Aber so wie es aussieht, haben sie noch nicht entdeckt. So, speichern. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Ich glaube... Nee, ich musste nicht runter, ich musste hoch. Naja, irgendwann muss man sich halt machen. Guten Abend. Guten Abend. Hier ist ja noch richtig was los. Ja? Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich hab schon immer gewusst, dass es ganz... Wo war denn das jetzt? Mal eben schauen? Adelsviertel. Da muss ich hin. Zum Markt. Okay, ich bin gerade auf eine Sackgasse gelaufen. Interesse an diesem Haus? Dann sucht die Audienz bei Silen und Freude, der Bank, bei der euer Geld sicher ist. Das wäre also hier im Adelsviertel. Das ist schon eine ganz andere Hausmarke. Das Ding ist nämlich riesengroß. Cool. Das müssen wir uns irgendwann mal leisten. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen was einzahlen, wenn sich das wirklich lohnt. Marktplatz. Und dann müsste ich jetzt eigentlich da rauskommen, wo die Bank ist. Ich glaube, ich könnte jetzt entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Wir gucken natürlich erstmal in das Fach, wenn ich das kann. Ich weiß nicht, ob sie so weit daran gedacht haben, dass ich das vielleicht machen kann. Aber ich will es gerne ausnutzen. Monsieur? So, das ist zu. Da bräuchte ich einen Meister. Diplom, so nenne ich es jetzt mal. Ackerbank öffnen. Was ging denn da gerade auf und zu? Guten Abend. So, jetzt gehen wir in den Keller. An die ganzen Schließfächer. Zellentür öffnen. 1221. 1112.
Jetzt muss ich mal eben gerade selber gucken. Der Schlüssel, wo ist der? 2112. Okay, wir sind ja auf jeden Fall in der falschen. Benötigt einen Schlüssel. Meister? Benötigt einen Schlüssel? Benötigt einen Schlüssel? Experte. Ich kann die tatsächlich aufknacken. Alter, ist das geil. Das wird noch lustig. Hier kommen wir zur nächsten Abteilung. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Okay. Alter, dahinter, da sind richtige Goldbarren. Deswegen liebe ich es, dass es eine Bank gibt. Ich glaube, es gibt für Skyrim auch eine Mod, ne? 2-1-2. Ich hab's wieder vergessen. 2-1-1-2. Jetzt sind wir hier schon mal... Das Ding ist leer. Tresortür öffnen. 2-2-2-1. Da ist nichts drin. Holla die Waldfee. Bankfach. Warte, ich speichere hier jetzt mal regulär. Und mal gucken, was da drin... 100 Groschen. Ja, ist immerhin besser als nichts, ne? Jetzt ist natürlich meine Frage, welches ist denn mein Schlüssel? Ich habe 1121. 1121. Ne, Moment mal. Das ist mein Fach. 2112. Das ist das von dem... Durchsuche Münzer. 19. 19, 50, 100. Ich lade nochmal. Ich möchte einfach mal wissen, was ich dafür kriege. Oder ich könnte natürlich auch das Ding aufmachen, alles rausnehmen und dann den Schlüssel geben. Das wäre so arschig. Das wäre einfach so arschig. Aber es ist ein Goldbarren da drin. Der bringt 100, ne? Dann 150. Dann noch Ambrosia dazu. Ja, sind wir bei 100 und 230. Und dann die 19 noch dazu. 249. Halt dich fest. Das Problem ist ja jetzt, ich müsste das jetzt ausprobieren. Tü-tü-tü-tü-tü. Ich frage mich immer, was das für ein Geräusch ist. Huch, was war denn das jetzt? Irgendwie bin ich gerade gegen die Wand geflogen. Ich habe jetzt die Tür geöffnet. Sie könnte jetzt auch weiterhin offen sein. Und so viele Schlüssel, wie es hier gibt, müssen ja irgendwie ein paar Bürger einen Tresorschlüssel haben. Oh Mann. Also hier hat man echt gute Chancen, wenn man ein Dieb ist. Hier kann man echt Geld machen. Die Frage ist ja jetzt, ob das auffällt, wenn ich ihm jetzt den Schlüssel bringe und das leerräume vorher. Oh, das wäre böse. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe es ja jetzt nicht leer geräumt. Und bringe ihm einfach den Schlüssel. Messer? Reitet wohl. Da hinten ist er. Guten Abend. Hoffentlich kommt er bald. Was? Man
Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Ich habe das jetzt leider nicht gelesen, aber... Ich nehme mir das einfach raus. Weißt du? Ich bin jetzt einfach mal so ein Arsch und mach das. Normal würde ich sowas niemals tun. Aber wenn wir schon mal die Möglichkeit haben... Hat wer was gesehen? Nö. Vor allen Dingen ein Silberbarren, ne? Und ein Goldbarren. Die bringen eine Menge Geld. Wahrscheinlich darf ich sowieso am Ende das Geld nehmen. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch... Natürlich. Zahlen wir mal ein bisschen Geld ein, würde ich sagen. Zahlen wir mal zwei... Eine kluge Entscheidung. Ich wollte eigentlich 200 machen. Natürlich. Da muss ich jetzt... 198. Eine kluge Entscheidung. So. Dann wollen wir nämlich mal am nächsten Tag gucken, was es doch für Geld gebracht hat. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf, wie viel Zinsen man kriegt. So, jetzt dauert das wieder, weil der Ladebildschirm gerade etwas hängt. So, jetzt ist natürlich Nacht und die ganzen Stände sind leer. Ich gehe einfach mal schlafen in unserem Haus. Da ist es. Jetzt haben wir ja endlich die Möglichkeit, auch mal hier zu schlafen. Und das Ganze machen wir 11 Stunden. Schlafen ist sogar gut, weil wir dann irgendwelche Fähigkeiten kriegen und sogar auch wieder gesund werden, falls wir krank werden sollten. Also das gefällt mir immer besonders. So, es ist 6 Uhr morgens. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht zu früh. Aber wir könnten mal wieder in die Bank gehen und mal gucken, ob wir Geld gekriegt haben. Das ist eine gute Idee. Grüße. Mann, das sieht tagsüber hier ganz anders aus. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, der steht da jetzt wieder. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen früh. Shit. Was? Mist. Weißt du was? Das ist unser Ausgang quasi. So. Wir müssen vielleicht nochmal 2 Stunden länger schlafen. Damit auch der Markt besetzt ist. So. Dann werden wir mal versuchen, das Gold und das Silber zu verkaufen. Der hier ist doch Verkäufer. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, mal gucken. Kauft der denn von mir Waren? Das war ja dieser Unfreundliche. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Wenn ich jetzt hier Gold eingebe. Goldbarren. 37, willst du mich... Du bist ein Arsch. Schreitet wohl. Du bist ein richtiger Arsch. Also über den Tisch ziehen lasse ich mich nicht. Grüße. Die beste Qualität von Arctwen bis nach Enderal. So, mal gucken, was die dafür haben will. Oder mir geben will. Die will gar kein Gold. Malfa segne euren Weg. Verarschen kann ich mich alleine. Hm? Was ist denn das? Das fällt mir jetzt erst auf. Arg Promised Hütte. Pommes Hütte. Hm. Pommes Hütte, natürlich. Da kriegt man Pommes her. Nein. Gold. Was? Ach so. Und hier auch nochmal Silber. Quecksilber.
So, jetzt haben wir das ausgeladen. Und jetzt dürfte eigentlich, nichts mehr im Weg stehen. Wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. So viel möchte ich einmal anmerken. Es könnte natürlich wirklich passieren, dass er uns das Schließfach überlässt. Die Frage ist ja jetzt, warum haben wir da gerade einen Matschhaufen von Blut gehabt? Ich lese das gleich mal vor, was da stand. Welche Disziplin zueinander... Was ich auch noch nicht gemacht habe, ist den nächsten Text gelesen. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich immer irgendwie weiterlese. Okay, den Schlüssel im Marktplatz Unterstadt finden und zu Milbert bringen. Achso, das hat sich auch noch nicht geändert. Dann wollen wir mal weitermachen. Ah, hier läuft wieder die, wo die Kleidung irgendwie fehlt.